So, ihr Sweeten, spät in der Nacht. Also bei mir so, in meinem Kellerchen. Und ich bin jetzt fast an der Anlegestelle, wo der Archie hier anlegen soll. Das ist ein heißes Pflaster hier, die Stelle, wo wir unterwegs sind. Viele eigenartige Beef-Eater, die ganz schön viel wegstecken. Ich habe mich gerade mit einer Robotaube geschlagen. Keine Ahnung, was hier abgeht. Und ich habe unseren Hund vollgesteckt mit Schrott. Boah. Kann man auch nochmal richtig... Upsi, Entschuldigung. Schön Benzinkanister mitnehmen. Oh nein, nein! Hier ist einfach viel zu viel zu entdecken. Ach, da seid ihr ja schon. Where am I? Oh, how many more times must you reboot me? Hold in there, friend. You'll be as good as new. Violated. All right. One more reboot. You now. Made it! There you are. Do me a favor. And send out a signal on that beacon up there. Leuchtfeuer? Da oben? Ach da. There you go. Try switching on your navigation system. Navigation systems online. Did it work? Yes. Well, don't sound too enthused. I hope the journey wasn't too formidable. Naja. Getting over the Thames is no easy feat without a vessel. This is Barry, my dear seafaring friend. A flock of pigeons laid a nest in his circuits. They washed up on the rocks. I'm not sure which happened first. Barry's navigation data corrupted. Had to be wiped. Those mariner beacons transmit the data he needs to sail between places. Acting as a kind of waypoint. Without them, he'd be bobbing around aimlessly like a jellyfish. There's quite a few beacons along the Thames. Okay. We retraced the boy's steps. While searching for spare parts for Barry, it's not far up the road. The entrance is beneath that old monument. The tall one with the golden urn, atop a pillar. From what I've heard, it was built to commemorate the first great fire of London. Ja, hast du einen Schlüssel? Weil da bin ich nämlich schon vorbeigelaufen gerade. No. We kept a fair distance. I'm in no condition to fight. Besides, I have a friend to take care of. I'm not ready to go back there. That place was horrible. Wie viele große Brände hat's denn gegeben? Three. There was the original. That was before the war. Then there was the war. That was the second one. Then we had another one 50 years ago. And that's it for now. The boy knows his history. Wait! Those people I was with. They're the closest thing I have to family. Please rescue them. Or find out what happened. If you do, I'll know where that ghoul was headed. The one I escaped with? He might be able to help you. He said he knew about other labs. Here's that key the boy swiped. Good luck. Ah, okay. Cul-de-sac of bones. Na dann komm mal, Archie. Oder chillst du hier ab, bis ich das hab? Ja, hat er ja so gesagt, ne? Ah, okay. Weil ich war nämlich an diesem Monument und du konntest halt irre weit hochlaufen und dann standst du oben im Nichts. Da war noch eine Zeitschrift und unten war halt eine Klappe, für die du einen Schlüssel brauchtest.
Ey, weil hier gebombt wird, ja, die springen sich hier so gegenseitig weg. Das sind Tommies, oder? Was habt ihr denn da am Fenster? Ist doch ja nichts. Doch da. Ah, ein Psycho. Oh Mann. Ich wollte mitmachen, Leute. Was ist denn gefunden, Junge? Oh, ja klar. Mein Streikkolben schwingt los, Junge. So, und der lacht jetzt hier so rum und hat keiner hat reagiert. Verrückt. Wir gehen gleich rüber zum Monument. Ich möchte nur kurz ein bisschen gucken. Tommy. Greetings, civilian. Habt ihr soweit wie ein Offizier hier? Alter, schon cool die Modelle, ne? Darf ich ein bisschen in eurem Zeug rumfingern? Gibt nichts zu fingern. Oh! What? 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 Was tut es? Der geht steil auf mich. You've made the biggest mistake of your life. Ey, der macht. Was ist denn bitte ein Postboxer? That'll teach you to mess with us. Ah, ich mich erschrocken. Wie plötzlich der Postkasten losrennt. Tribe gut. Oh, guck mal, sowas ist immer. Könnte zu was führen. Oder einfach nur zu einem Haufen Dreck. Eine Chemkiste, nicht da. Der klingt wie der Dings. Ey, für eine so eine Kiste bin ich jetzt hierher geschleudert. Get a grip. Oh Gott. Oh Gott, ich habe gedacht, jetzt wird das richtig hart verstrahlt. Wo ist denn der Typ? Ist das vielleicht einfach nur. Guck mal, hier könnte man noch hochklettern. Da ist er. Ach komm, da brauche ich nicht versuchen. Wenn die so Löcher schießen, das ist ja immer irgendwie nicht gewollt. Geiles Teil. Also, was auch immer das für einen Sinn macht und wer es gebaut haben soll. Aber er hat mich erschreckt und scheint auch ganz schön. Na gut, ist ein Roboter, ne? Ganz schön stabil zu sein. Batterien. Ist auch immer gut für Blei, ne? Aber ich bin. Ich möchte mich nicht weiter überladen, bis ich nicht endlich das Zeug irgendwo abgeben kann. Eigentlich müsste man das doch schon sehen, dass. Das da, genau. Da oben war ich drauf. Das ist eine normale Taube. Wie geil spannend jetzt. Wenn er jetzt schon Zugang zu einem Labor hat, dann muss ja irgendeine. Entweder werden unsere Fragen einfach nur größer. Oder wir kriegen tatsächlich ein bisschen Aufklärung.
Das ist auch wieder richtig geschickt gelöst. Man kommt hier rein und darf dann in die nächste Luke. Der Ladezeiten-Simulator. Ist auch alles kaputt. Untersuche den Lärm. Habt ihr das gehört? Ich wäre wieder draußen. So ein bisschen so wie der Pfarrer bei Scary Movie 2. Habt ihr das gesehen? Wie geht denn das? Rück auf die Schütztürme. Scheiße, die funktioniert anscheinend noch. Nee, ich will an die Dorfballern. Ich hoffe einfach, dass die mir nichts tun. Okay. Abgefahrene Spülbecken. Klemmbrett. Seife. Aha. Ja, warum ist das hier auch schon wieder so sonderbar leer? Ah, Kacke, da komme ich nicht ran. Da habe ich noch keinen Perk reingesteckt. Cthulhu! Feuchtigkeitscreme. Das findest du nicht oft. Das ist mein erstes Mal. Monokel. Ersetzt das eine Brille? Lustig. Den Bleistift müssen wir mitnehmen. Ist das hier tragbar? Nee. Das andere Teil hier. Tragbare Aschenbecher? Okay. Der abgefahrenes Zeug hier. Mit dem Terminal ist jetzt ein bisschen doof. So, wir kommen von da. Ne? Hier war das Klo. Ne, wir hätten da jetzt sein müssen, ne? Oh Gott. Bin ich verwirrt. Eine Fallakte? Kann man das lesen? Okay. Was für eine Tür denn? Also hätten wir vielleicht hier sowieso hergemusst. Oh, ich hab's geahnt. Alter, oh, ich bin überfordert. Hund, angreifen. Machst du prima. Nee, jetzt sind die alle aktiv hier, ne? Das, da vorne waren noch viel mehr.
Ich habe irgendwann auch mal diese die 9mm Maschinenpistole ausprobiert und die war gar nicht so verkehrt. Da oben werden wir wahrscheinlich durchkommen. Da kommt ja da kam ja das Brüllen her. Sensormodul. Oh. Okay. Das wäre jetzt wahrscheinlich vorher nicht aufgegangen, ne? Schön verhämmert, Junge. Ah, der war schlecht. Denn jetzt. Steht unter Sperrfeuer. Ach so. Ach, Kacke. Hätte ich das wieder ausgelöst. Ich werde es ja mal probieren. Wir schießen jetzt einfach mal mit Schrott. Ja, es hat bestimmt einen gewaltigen Bums, ne? Aber... eine, oder? Oder macht... Boah, die Dose aus der Hölle. Jetzt kann man das die ganze Zeit machen? Schick die mal ein. Weil wenn ich das jetzt voll lade, kann ich jetzt die ganze Zeit schießen einfach. Das wäre auch komisch, dass ich mehrere Sachen reinstecken kann. Der Cricket Ball. Viel zu viel Müll in den Taschen. Speiseöl. Die wackelnde Kuh. Bisschen Whisky. Zahnbürste können wir schießen. Zeitung. Da. Den wollte ich ja haben. Wo ist er hin? Schraubenzieher. Der ist hier wirklich Schraubenzieher.
Okay. Ich möchte ein größeres Büro. Entwurf. War in letzter Zeit nicht gerade die besten, aber ich möchte eine Anfrage für ein viel größeres Büro stellen. Ich lebe in etwas, das man nur als aufgemotzten Besenschrank beschreiben kann. Okay. Ich würde tatsächlich gerne alles mal durchlesen, aber ich habe so räudig Hals. Weil das hier ist ja dann schon doch wichtig. Auf jeden Fall spielen Klone eine Rolle. Ich denke, das konnte man entnehmen. Wir müssen mal kurz die Munition hier aussehen. Habe ich das schon? Nee. Wie viele Terminals hier stehen? Schlüsselkarte. Da hatten wir ja wohl noch Glück, wa? Morse-Telegraph. Schlamm, Direktor, Scheiße. Ich weiß nicht, ob der, was ich jetzt aufgemacht habe. Nein. Meisterschlösser. Da muss eine super Mütze drin liegen. Ah, du Kacke. Oh, ich komme nicht vorbei, der ist so riesig. Wer sind Sie denn, Sir? Können Sie mir sagen, wo mein Hund ist? Alter, das ist ja mal richtig fies. Ich bin meine süßen Pistolis hier. Habe ich noch eine Mine? Eine. Eine ernste. Kann ich gerade komplett vergessen, Alter. Wie soll ich das machen? Ich meine, er kriegt ja wenigstens Schaden, ne? Ja, nice. Ich muss in den Raum rennen. Ich darf gar nicht versuchen, einen Schleichangriff anzubringen. Oh Gott. Okay. Nochmal. Nein, nicht die Mine, Mann. Superklon-Experiment.
Oh, die Beine sind gut verletzt. Humpelt er jetzt? Oh ja, perfekt. Jetzt darf ich nicht mehr? Doch. Wie kann man denn so einen riesigen Kopf nicht treffen? Seht ihr da ja nicht? Das ist jetzt schwer nicht so gut, obwohl das Gute, er ist ja nicht so schnell. Beine verkrüppeln ist die ultimative Technik. Jetzt können wir uns den mal noch einen Moment angucken hier. Werde ich, glaube ich, versuchen nachzuladen. Ja. Ja, Blechdosen kannst du reichlich haben, Kollege. So. Enter. Oh, Bleichmittel. Nee, nee. Ey, gefällt mir doch gut. Wenn ich da 32 Schuss drin habe, ohne nachladen zu müssen. Das ist übel OP. So, wer sind Sie denn jetzt, Kollege? Des Jägers Nudelholz. 50% mehr Schaden gegen Tiere. Jetzt in jedem Nudelholz-Fachgeschäft. Klonfleisch. Einen elektrischen Schlagstock. Hat der mich gerade mit dem Nudelholz gehauen? Hat der ein Nudelholz in der Hand? Das ist, hey, ist die ultimative Waffe, ich sag's euch. Batterien sind cool. Was ist das hier noch? Einfach nur Bücher. Die Just Books. Dann er rennt jetzt einfach rum und macht hier ein bisschen Stress oder wie? Mal gucken, was da drin steht. Kaputte Blockflöte, wer kennt sie nicht? Nehmen wir mit, ich glaube, in so einem, diesen extra angefertigten Sachen sind viele kleine Einzelteile. Schallgedämpft, grobes Gewehr. Oh, er hier. Kommandomesser. Bräunchen, mit was spielen wir denn hier? Hitzelinga Singa, sie spielt mit dem Schokobären. Wird automatisch beschädigt. Objekt ist derzeit offline. Okay, was haben wir hier noch? Laborschließung. Das Datum ist der 19.04.37. Der Direktor ist tot. Ich habe jetzt das Kommando. Dies ist mein Abschlussbericht. Der Rest dieses Protokolls ist nur... Ah, hier. Mr. Smiths Augen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass es an sein aktuelles Wohnlabor geliefert wird. Ein Experiment mit einer neuen Klontechnik ist entscheidend fehlgeschlagen, was zu einer Laborschließung führte. Der Zustand des Labors war zum Zeitpunkt, als ich das Kommando übernahm, nicht wiederherstellbar. Der Wissenschaftler hinter dieser Katastrophe wurde als erster von seiner eigenen Schöpfung geächtet. Disziplinarmaßnahmen waren daher nicht nötig. Die
Die Landstreicher werden als Kinder? Oder was soll das sein? Köder. Mich selbst eliminieren. Ah, krass. Also die haben das Vieh, was wir gerade erschossen haben, hier reingelockt. Mit den Leuten und dann hat er sich hier eingeschlossen und umgebracht. Super Clown wohl, er locker nackig gemacht. Die zwei Mal, die er uns da erschlagen hat. Gewesen sind wir überall, oder? Habe ich hier eine extra Map? Extra Map! Map, Map, Map. Normalerweise hatte man da immer noch eine lokale, genau. Oh Gott. War ich da noch nie überall? Einfach nehme ich mir gerade mal den Gedanken, ob wir hier hinten hingerannt sind. Aber doch, hier habe ich ja die Dinger zerschossen. Da haben wir aktiviert. Alle Tutti. Naja, also okay, war natürlich ein bisschen aufschlussreich, ja. Meine Waschmaschine ist fertig. Hast du einen Junge? Bin hier gerade so ein bisschen paranoid, diese komischen Geräusche. Ich habe gerade vorher hier irgendwelche YouTube-Gruselvideos angeguckt von paranormalen Begegnungen. Manche davon war schon echt ein bisschen spooky. Wenn man dann so in seinem dunklen Keller sitzt. Hinter einem zwei Türen, wo theoretisch etwas reinkommen kann und wo nicht nur theoretisch alles einfach zappenduster hinter einem ist, dann ist das nicht so richtig angenehm. So Leute, ich war da, ich hab ein übelstes Biest erschossen, ihr habt euch hier schön, ja, na klar, wie schön die Eier hier lang gesessen. Also, macht bloß keinen Platz. You're back. Did you find them? Kann man so sagen. Ja, die haben sie da reingelockt mit, ja. I say. Thanks for trying. And for letting me know. Do you know what happened? Ah, willst du das so genau hören? Ist ja keine Probe, ne? Oh, there's that at least. Thank you. Not sure what to do now. I can't stay here forever, I know that. Oh yeah, the ghoul. He went west, I think. Said he was going to St. Paul's Sanctuary. That's where I was going to take you. Unless you want to save me the journey, Wayfarer. Since you're headed that way. I ain't much in a fight, but I'm good with locks. Terminals too. Hmm. It's possible. He ran faster than I did. You won't regret it. Let's get out of here. Farewell, boy. Don't let this city change you. Wayfarer, if you're ever in Thameshaven again, pay me a visit.
We have some important work for you. Ah, okay, das klingt gut. Jetzt sind wir zu dritt. Voll die krasse Crew. Okay, wo sind wir hin? Ah, ne, jetzt. Kurz mal Popeye verwandelt. Oh, ist ja gar nicht so weit weg. Na komm, da versuchen wir da kurz rüber zu stiefeln. Kommst du, Archie? Churchill, auf geht's. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es da gemütlicher ist als hier, aber... Das Teil ist eine Wucht. Ich denke, das werden sie bestimmt nochmal ändern, weil das ist stark, ey. Du kannst ja nicht einfach deinen ganzen Schrott reinhämmern und dann musst du das Teil nie wieder nachladen. Wobei, es gab ja eine Verzögerung. Vielleicht war das... Sollte das darstellen oder so. Ich keine Ahnung. Ein Viech! Zu weit weg, Viech. Mit einem Schraubenzieher getötet. Ah! Oder ist da noch jemand? Ah ne. Doch. Der hat sich gerade zum Schlafen hingelegt. Ich verstehe die Abzugsmechanik noch nicht so richtig, aber ich brauche euer Fleisch und euer Leder, Freunde. Hopefully, their stuff does us more good than it did them. Man darf bloß nicht so vom Automatismus her immer auf R drücken zum Nachladen. Wissen Sie, Sir? Sieht da direkt ihren Punks aus, Alter. Schutzwache. Ja, wenn er mir auf den Sack geht, dann drücke ich auf 8. Hail, Traveler. Komm closer. Kommt closer. I'm sorry, but I'm afraid Sanctuary is closed at this time. Woher kenne ich die Stimme? Geschlossen? Ist das kein großer Zufluchtsort? Usually we'll welcome anyone in, but we're expecting an attack. The gate behind me is to remain closed. Bishop's order. A band of thugs, hooligans. They have no morals, no principles, nothing. Hedonists will do anything to get their hands on chems. Well, let's test your judgment. Why do you think? Exactly. We possess items that many would consider valuable, as well as a vast supply of tickets in our treasury. Oh. Our patrons are very generous. The Stugs wants to take advantage of that. Kill them directly? No. Even they have to muster some sort of conscience. Most likely, they will strip Sanctuary of everything it has, leaving us to perish. They will slit your throat at a moment's notice, all for the last ticket in your pocket. I don't know, maybe. I will have to check the records. You expect me to remember?
I'm very busy at this moment. Ja, ich hab das ja verstanden. I'm not disposed to now just. They're here! The Lord's guides us! Strike well and true! Alter! Oh, ein Kornsteak! Oh, nee, warte mal. Ah, ja, okay. Coolen Schwänge raus. Ja. Komm schon. We're getting picked off. Stand down, man. Prepare for the next assault. You've done well. Schwer, Kelle. Ich habe die jetzt alle hier mit Nahkampfwaffen angegriffen. Ja, aber das haben wir doch super gemacht. Jetzt darf ich doch bestimmt drin. Ich habe sie ja den wichtigsten gleich mal in die Sicht geschossen. Kritisch ins Gesicht geschossen. And you. You have my gratitude. You can certainly carry yourself in battle. Mann, warum bin ich denn so kacke in Stärke, ey? Careful. This isn't about what they deserve. It's about what the people we're protecting deserve. Everyone has the right to sanctuary. Kann man denn die Proben trotzdem versuchen? Ja, ich hab das bereits gesagt. Sie haben bekommen, was sie verdient haben. Anyway, we mustn't talk too long. That was by no means the last assault. Now, we wait for them to return. But I've got a different job for you. Consider it mercenary work. This group of hooligans, they have a leader, Violent Violet, they call her, and for good reason. No doubt she's orchestrating this from their headquarters. Get rid of her, and we'll be rid of them for good. Not if we both succeed. We'll defend against the main forces, while you perform a counterattack on that headquarters. With any luck, their organization will crumble, and Sanctuary will be free of this raid. Without being too exact, a reasonable sum. Bishop Puella is very... Okay. Head there right away, before the assault. They are located in the old Guildhall building. Good luck. Den Anführer der Hooligans töten. Ich hab mal noch fragen sollen, warum das ein Job für einen Mann ist. Gut, Leute, aber für euch ist jetzt Feierabend. Geht jetzt verdammt nochmal Bettchen. Ja. Obwohl, vielleicht ein bisschen früh. Ja, die Videos kommen ja jetzt nicht um die Zeit raus, wo ich es aufnehme. Dann macht noch andere Dinge. Genießt den Abend. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout London wieder. Haut rein.